So, damit willkommen zurück zu einer Runde Morrowind und der Orden der Ehre. Ich habe in der Zwischenzeit jetzt mal den Namen geändert von Bunkerknacker zu Knackt den Bunker. Und nachdem ich ein kleines Problem mit dem, Mikrofon hatte, darf ich das jetzt leider nochmal machen. Und, Sprecht. Fahrt fort. Ja. Deswegen werde ich einfach die Punkte abarbeiten, denn, naja, es ist halt ein bisschen nervig, wenn man keinen zweiten Monitor hat und, naja, nicht sieht, was man gerade aufnimmt oder wie auch immer. Oder ob man überhaupt was Sinnvolles aufnimmt, das ist eben alles ein bisschen... Passt euch kurz, oder geht. Das ist alles nicht so prickelnd, also werde ich jetzt einfach die Punkte ablaufen. Und zwar hat man gerade eben gesehen, jetzt nochmal zeigen, die, genau dort oben, dieser Bereich, dieser hölzerne Bereich, da werde ich jetzt erstmal... vorbeischauen. Zum anderen, wir haben ja das letzte Mal die grünen Flechten zusammengesucht. Womit kann ich euch helfen? Da gehen wir jetzt auf jeden Fall wieder hin und kaufen jetzt mal eine grüne. Jetzt hat die sogar 5 Stück von denen. Oh, da möchte man doch einfach nur noch reinhauen. Gut, sie hat 5 grüne Flechten, alles klar. So, wir gehen genau hier nämlich die Falltür nach oben. Denn hier oben müsste... Nein, hier oben wartet auf diesem etwas luftigen Türmchen hier oben. Wartet nämlich der Zauberer Ilf. Ihr seht nach Ärger aus. Naja, Ärger würde ich jetzt nicht sagen. Wir können auch mit ihm reden, aber ich bin der, den jeder als den Magier Ilf kennt. Richtig. Hier hat's, glaube ich, noch ein angenehmes Buch. Genau, die Chronik von Enkuleft oder sowas. Ja, hatte ich schon gelesen, werde ich jetzt nicht nochmal tun. Das auf jeden Fall müsste ein Buch sein, das man für irgendeine Aufgabe, glaube ich, für die Magiergilde braucht. Ich bin da nicht mehr ganz sicher, aber ich habe nach dem Ding schon gesucht. Allerdings findet man ja das meiste in der Nähe des Tepels in Vivek. Dort, wo die Bibliothek ist. So schicke Rollen hat er auf jeden Fall auch. Rolle der Markierung. Ach was. Rolle der Markierung. Haben wir den Zauberspruch? Eigentlich schon. Sollen wir das mal spaßhalber ausprobieren? Na, wir dürfen ja nicht klauen. Na, verdammt nochmal. Ja, aber vielleicht macht mir das nichts. Wir schauen einfach mal. Wachen! Gut, ja, das ist ein sogenannter Atronach, ein Sturm-Atronach. Allerdings war das nicht allzu günstig. Blocken hat sich zwar verbessert, aber das war nicht gut. Also die Strafe folgt auf den Fuß. Wenn das ganz normale... Stimmt irgendetwas nicht. Vielleicht solltet ihr lieber gehen. Da hat er gar nicht mal so Unrecht. Der Grund ist nämlich, dass er sich wehren kann. Wo man normalerweise bei irgendwelchen... Weiß ich nicht, bei irgendwelchen NPCs, die eben keine... nicht aggressiv sind sozusagen, die nicht kämpfen können. Da hat man dann die Probleme nicht. Das heißt, der jammert zwar irgendwas von wegen, man hätte... Er würde die Wachen rufen, aber es passiert im Grunde genommen nichts. Worum geht es denn? Das ist also leicht, meine ich, verbuggt. Genau. So, wir sind immer noch in Klarwasser. Allerdings suche ich immer noch die Harfen und in einem Bereich im Händlerviertel war ja unter Wasser eine Truhe und da stand irgendwas von einer grünen Sonne. Was mit der grünen Sonne gemeint ist, ich habe leider noch immer keine Ahnung. Sie müssen zum Kriegerviertel führen, genau. Aber ich glaube... Ja, die kämpfen wieder, die beiden. Grüne Sonne, ich habe es immer noch nicht ganz gerafft. Letzter Kreuzzug, grüne Sonne hat wahrscheinlich damit nichts zu tun. Ja, irgendwo müssen wir auf jeden Fall weiterkommen. Wobei, wir können mal spaßhalber bei ihm vorbeischauen, denn hier hat es ja noch die Rüstungsliste, die ich mal angesprochen hatte, aber... Bleibt, solange ihr wollt. Ja. Es ist mir eine wahre Ehre, ja, ja, alles klar. Man bietet er die vielleicht zum Verkauf an, die Rüstung? Ne, die Rüstungswerte. Genau, die Schalkpanzerrüstung.
Mhm, alle reden von diesem Schmied in Grabenfeste. Wie heißt er noch gleich? Ach, ich habe es vergessen. Ist ja auch egal. Jedenfalls soll dieser Typ Rüstungen nach Maß herstellen, als ob er der Einzige wäre, der das kann. Ich habe eine Technik entwickelt, den Harz des gemeinen Schalks so zu verfestigen, dass er selbst den Hiemen an Vulkanglasklinge standhält. Hört mir zu. Wenn ihr mir ein wenig Geld und auch etwas Schalkharz bringt, werde ich euch eine Schalkpanzerrüstung machen. Wie fändet ihr das? Ist aber höchstwahrscheinlich leichte Rüstung, hm? Im Moment nichts. Gut. Wir schauen uns mal die Preisliste spaßhalber an. Wenn euch in Grabenfeste jemand eine Rüstung nach Maß anbietet, solltet ihr besser Abstand halten, denn hier gibt es wirkliche Rüstungen nach Maß, die sonst niemand in Tamriel trägt. Denn Qualität ist eine Rüstung nach Maß von Jonathan in Klavas R. Handgefertigte Schalkpanzerrüstungen, maßgefertigt und eurer Statur angepasst, bietet sie euch den besten Schutz. Eine neue innovative Technik macht es möglich, dass die Hiebe eines Bären oder die einer Ebenerzklinge euch nichts anhaben können, und dies alles zu einem Preis, der für jeden erschwinglich ist. Wäre ich ein bisschen vorsichtig, denn wenn man Schaden nimmt, man kann sich ja dann hier wieder melden. Naja, ihr sorgt für das Material und zahlt nur für meine wirklich einzigartige Handwerkskunst. Und schon einen Tag später tragt ihr eure eigene maßgefertigte Schalkpanzerrüstung. Okay, Materialien, man sieht's. Ja, 1600 Draken, 1000 Draken oder auch mal 10.000 für den Harnisch. Über den Brustpanzer brauchen wir aber unendlich viele von diesen Schalkharzen, also, naja. Ja, wunderschön gestaltet, wie ich finde. Einfach nur gut. Ja, noch die Helme. Ja, sowas haben die späteren Teile leider nicht mehr gehabt, da sahen sie alle relativ klobig aus, beziehungsweise hatten ja teilweise nur drei Teilchen. Sich da irgendwie was zusammenzustellen, war das schier unmöglich. Ja. Hier waren wir drin, da werden wir rausgeschmissen. Und da drüben in der Taverne, da war glaube ich auch nichts. Aber ich habe immer noch nicht ganz gerafft, was sie mit grüner Sonne meinen. Was ist die grüne Sonne? Habe ich nicht schon von euch gehört? Kann sein, guten Tag. Dienstkleidung, jawohl. Ziehen wir doch geschwind an die Klamotte. Ja, ja, kennen wir alles. Apellus Martius. Ein neuer Geruch. Wer kann das sein? Ja, die anderen Argonier erkennen uns wohl am Geruch. Wir wollen mal... Ne, wir sind ja eigentlich fertig. Ich könnte noch... Wo war das noch? Wo war das noch? Ich glaube hier. Bei den feinsten Juwelen? Nein. Worum geht es denn? Dann war das ganz oben bei der... Bei der Klamotten... Ach, lass doch durch. Bei der Klamottenfrau, und zwar findet man dort oben eine... Ich eine... Das war dumm. Ja, wobei, ich kann nochmal Spaß aber gucken, ob es hier vielleicht dieses... Diese Harfen, Nun, ich höre. Wie heißt das? Doch, Noten. Das Notenblatt, oder wie auch immer. Das gibt es hier, glaube ich, nicht. Nein, sieht nicht danach aus. Gut, dann gehen wir weiter zu... Ich glaube nicht. So, ja, ich glaube es auch nicht. Alles ah, das war auch ich schick. Ich habe wirklich keine Zeit für euch. Fasst euch kurz. Ja, mit Gesindel geben wir uns auch nicht ab. Obwohl... Interessanter Laden, nicht wahr? Kann ich irgendwas... Nein, kannst du nicht. Kannst du nichts für uns tun. Wir... Nurias Kräuter, da waren wir bereits. Halt, eine Tür weiter müssen wir doch, glaube ich. Genau, hier zur Klamottenstube. Kunigundes Kleiderkiste. Ja. Und das hier. Oh, der Himmel. Wie das Gras. Hier könnt ihr eine wundervolle Harfmelodie erkennen, die zwar für die Harfe geschrieben wurde, aber diese Zeilen können mit Sicherheit nur von einem echten Profi gespielt werden. Habe das noch nie gesehen. Ach was? Jetzt ist die Frage, ob ich das einfach mitnehmen kann oder nicht. Wir versuchen es einfach mal spaßhalber, indem wir die Abweisung, wo ist es? Ring der Abneigung, genau. Benutzen und jetzt unsichtbar werden. Für 10 Sekunden. Und sie hat nichts bemerkt. Das ist gut, vielleicht können wir sie mal darauf ansprechen. Vielleicht spielt sie ja die Harfe und kann für uns
Nein, kann sie nicht. Alles klar. Treibt es nicht so weit mit mir. Gut. War auch nur ein Versuch. Jetzt ist die Frage, wer spielt hier ein Instrument? Die beiden? Ja, aber die kann man nicht ansprechen. Das ist ziemlich schade. Ja, wie gesagt, ich habe das ja schon mal gemacht. Und die... Ich kann es mal zeigen. Jetzt haben wir auf jeden Fall etwas, das nicht für uns unsere was nicht unserer Kragenweite entspricht, musikalisch. Deswegen, genau. Deswegen werden wir es einfach mal spielen. Diesem Stück scheint ihr ganz und gar nicht gewachsen zu sein. Der Statthalter muss sich gar die Ohren zuhalten. Aufhören, bitte! Es war ja sehr gut gemeint, aber man soll schließlich nichts erzwingen, nicht wahr? Spielt doch etwas Einfacheres. Ich kann mich auch für bürgerliche Stücke begeistern. Ja? Ja, bürgerliche Stücke. Sprecht. Nein, sprich du. Allerdings habe ich keine Ahnung, wovon oder wo es diesen... Na, vielleicht mal ein bisschen hell für Helligkeit sorgen, Infravision. Ach komm schon. So. Aber hier waren wir bereits. Ich will nochmal in den verlassenen oder in dem verlassenen Haus schauen, ob nicht dahinter irgendwas versteckt ist. Denn offensichtlich kann man damit nichts anfangen mit dem mit der Hafenquest. Aber irgendwo muss da was liegen. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemals gefunden habe oder nicht. In diesem Orden der Ehre. Allerdings gibt es also einige Sachen, wo ich die Lösungen nie gefunden habe. Wir haben ja auch noch die Geschichte mit dem... Wir haben auch die Geschichte mit dem... Gürtel, genau. Und der Gürtel ist... Ach, da kann ich mich echt... Vielleicht nicht dran einen Satz sehen. Sind das noch die Sternzeichen wahrscheinlich, ne? Die im Himmel abgebildet sind. Ja, wo habe ich das hingelegt? Ja, da oben haben wir auch wieder irgendwelche Sternzeichen. Und die wirklich phänomenal gestalteten Monde. Also das ist wirklich... Das kann sich sehen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr schick. Sehr gute Texturen. Ja, wir schauen mal beim Handelsamt vorbei. Ich glaube, das bringt uns einfach überhaupt gar nichts. Ja, rege Handel in Glaubersei bei Orgoman haben wir doch umgelegt. Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Chef und sagen dem Statthalter was von wegen Orgoman ist platt. Sprecht. Niemand darf das Lager betreten, hört ihr? Niemand. Nur der ehrenwerte Statthalter und die Garde der Stadtwache haben das Recht, einen Fuß in das Lager zu setzen. Entfernt euch nun. Sprecht. Worum geht es? Dann sprechen wir nochmal kurz mit dem Statthalter. Vielleicht finden wir ja einen... Ja... Ein Hinweis zu Orgoman, beziehungsweise, den haben wir hier schon umgelegt. Orgoman, genau. Mitglied welcher Gilde? Zum Gildenhaus im Rumnarwald gehen. Was ist das? Der Oberste der Magiergilde dort ist für die Belange in Klarwasser verarbeitet. Wo ist der Rumnarwald? Keine Ahnung. Magiergilde Rumnarwald. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Wo ist der Rumnarwald? Gut. Dann gibt es eben nichts. Und wir machen uns vom Acker, denn in Klarwasser sind wir fertig. In Alquanar, genau. Worum geht es? Alquanar geht es auch noch weiter. Es kann natürlich sein, dass ich wieder in die Kanalisation muss für diesen komischen Fetzen. Dass irgendwo dort unten der... die Noten für die Harfe zu finden sind, die bürgerlichen. Aber jetzt jedes einzelne Haus hier durchzuwühlen, vielleicht muss ich sogar im Hafenviertel quasi oder diesem Nordviertel einbrechen, das weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht, deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt einfach mal das, was ich das letzte Mal auch schon leider vergebens gemacht habe. Ja, bitte? Ja, bitte. Wir wollen Licht. Bitte die Fackel einmal in die Hand. Was wünscht ihr denn? Ich muss weiter. Fasst euch richtig. So, wir haben 10 grüne Flechten. Wir gehen in die Tuchmacher-Gilde. Begilde.
Und, welch interessanter Anblick. Genau. So, ihr, was und, habt ihr die Erledigungen für unsere Gilde bereits erledigt? Aber selbstverständlich. Ja, das ist alles, was ich für den Rock benötige. Habt Dank. Nun kommt eine etwas kniffligere Aufgabe. Ich probe schon seit Jahren den berühmten Schwanenstich. Ein Nadelstich, der nur von einer Handvoll Leuten in ganz Tamriel beherrscht wird. Doch vor ein paar Tagen kam mir zu Ohren, dass sich hier in Al-Qanar ein fähiger Schneider befinden soll. Bitte macht diese Person ausfindig und befragt sie zum Schwanenstich. Ja, der schwierigste Nadelstich, der mir bekannt ist. Ein weiser bretonischer Mönch ersann diesen Stich, den nur wenige beherrschen, da man mehrere Stiche und Schlaufen mit einem Mal ausführen muss. Keine Bezahlung, kein Danke. Kein gar nichts. Gut, dann wollen wir mal weiter, denn... Ja, das letzte Mal bin ich zuerst zu dem komischen in der Nische. Zu diesem Ork mit seinen... Gewändern, Kitteln, wie auch immer. Und das war allerdings falsch, denn die gute Schneiderin hatte doch, glaube ich, nach irgendeinem Job gesucht. Schwanenstich? Was? Ihr kennt den Schwanenstich? Ihr? Ach, ihr sucht jemanden, der es kann? Tja, ich kenne jemanden, der es kann, aber derjenige wollte nicht, dass ich es weitersage. Es ist eher ein bescheidener Mann, obwohl ich das ja ganz anders sehe. Wenn man solch eine wunderbare Fähigkeit beherrscht, sollte man sie doch mit der ganzen Welt teilen, nicht wahr? Naja, wenn ihr es so unbedingt wissen wollt, sage ich euch, wo ihr diesen Mann findet. Er hat ein Zimmer im großen Turm von Al-Qanar. Sucht dort nach ihm. Ja, das wollen wir auch machen. Denn wir haben dort in einem Bereich noch nicht nachgeschaut. Und zwar in den Gemächern der Reisenden oder sowas. Genau, da haben wir in den guten alten großen Turm. Grüße! Gleichfalls. Aber das mit der komischen grünen Sonne. Das fällt mir auch nicht aus dem Schädel. Genau, und da gab es ja auch noch eine Tür, die sich nicht öffnen lässt. Keine Ahnung, wie wir jetzt da reinkommen. Ja, vielleicht findet man da auch noch irgendwo einen Schlüssel, aber ich bin da ein bisschen überfragt. Ja, in den kaiserlichen Schrein werde ich auf jeden Fall auch noch gehen. Wenn wir schon mal hier sind. Könntet ihr euch richtig etwas beeilen? Handeln. Ich brauche nämlich eine... Wo ist es? Reiner des Körpers? Nein. Genau, untreuer Geist. Diese Rolle brauchen wir noch. Och, komm. Naja. Man sollte eigentlich meinen, dass die Argonier untereinander sich bessere Preise um die Ohren hauen, aber ist hier leider nicht der Fall. Zwei Draken weniger war schon zu viel des Guten. Genau, großer Turm, Quartiere der Reisenden, da wollen wir nicht als nächstes hin. Hier ein Lager, aber gibt es denn vielleicht irgendwo eine... Gibt es hier denn eine Hafenmelde oder... Oh! 10 Stück, Wert 500... Pro Stück, nicht schlecht. Sagt, was ihr braucht. Im Schrack Tolperen. Was wollt ihr? Warnenstich. Ja, ich habe schon mal gehört. Ein Weib namens Beradilia lief durch die Gänge, klopfte an jedem Zimmer und erzählte jedem, dass ein Mann, dessen Name Aedicius Quix sei, den Schwanenstich beherrsche. Schrei doch nicht so. Der Teufel weiß, was das ist. Mhm. Hier liegt ein gewöhnliches Amulett. Gut. Ja, danke. Wir wollen einfach nur schon vorbei. Erzählt eure Geschichte. Nein, erzählt eure Geschichte. Die ist bestimmt sehr spannend. Ja. Pucius Contar. Ich kenne euch nicht, was wollt ihr? Schwanenstich?
Ja, der übrigens auch zu Aedicius Quix. Er bringt uns nicht dahin, sondern er erzählt uns davon. Sind Sie es? Worum geht es? Natürlich nicht. Das Kriegers Mündel. Ja, auch sehr angenehm. Das Kriegers Mündel, ein altes Gedicht der Rotwardonen. Es sang ein Stern von Sagenferne, Jokudas Silberglanz inziert, vom Kriegerheer, der übers Meer seine Mündel durch Schlangenfänge führt. Der Runenfürst wollt seinen Durst nach Abenteuer nächtens stillen, die Schlange wecken, auszustrecken, aus den Schuppen ein Hemd, dies war sein Sinn. Die Dame keck doch schreckhaft sehr, vor jedem Biester ängstigt sich, das Untier sah, Gefahr so nah, schrie, oh, ein Wurm so fürchterlich, das Panzerross des Fürstenstoß will unterstützen treu und gut, mit Hufetanz gen Schuppenglanz verlässt des erfahrenen Kriegers Hut. Hoch, hoch empor das Untier fuhr, doch starb es durch des Kriegers Schwert. Die Mündel schauen bange, die tote Schlange schwören, künftig zu achten, der Obhut wert. Das Kriegers Mündel, alles Gedicht darüber. Ich weiß nicht, was ich von diesem Gedicht halten soll, aber... Na, schön. Oh, verzierte Dwemer-Geschichten. Der doch bestimmt irgendwo ein paar Münzen rumliegen, oder? Ah ja, klauen dürfen wir natürlich nicht. Oder stehlen viel eher. Na, gute Guarmilch. Gut. Aha. Dwemerisches Turmschild. Recht sehr schwer. Dafür 2200 Goldstücke wert. Warum nicht? Mein Name ist Tinian und ich bin Mönch und Sammler und wie ihr sehen könnt, ist meine Sammlung durchaus ansehnlich. Mein ganzer Stolz ist mein dwemerischer Turmschild da drüben auf dem Altar. Ich fand ihn auf dem Bazar in Telarun. Dort stand eine alte Ork-Dame, die mit allerlei Trödel handelte. Ich sagte zu ihr, dass ich nicht interessiert sei und wollte mich umdrehen und fortgehen. Doch da hielt mich die Alte an der Schulter und sagte, dass sie da vielleicht etwas für mich hätte. Sie holte ein Bündel hervor, in dem sich der Schild befand. Natürlich griff ich zu und schmuggelte den Schild an allen Wachen vorbei bis hierhin nach Al-Qanar. Und hier warte ich nun auf ein Schiff, das mich direkt nach Hochfels bringt. Das ist, glaube ich, für die Hochelfen, ja? Oder so, ich weiß nicht. Dort werde ich den Schild näher untersuchen. Was? Ihr wollt den Schild haben? Und ich glaube kaum, dass ihr mir etwas Vergleichbares bieten könnt. 10.000 Draken, ein Gefallen. Ihr wollt mir einen Gefallen erweisen? Was denn für einen Gefallen? Vielleicht eine Woche mein Zimmer auskehren? Meinen Feind in die Flucht schlagen? Mein lieber Junge. Also bitte. Ich bin ein Mönch und überaus demütig, was die Aufgaben des Alltags betrifft. Es tut mir leid, aber so werdet ihr den Schild nicht bekommen. Ich werde den Schild nur gegen etwas Vergleichbares tauschen, was ihr, wie ich sehe, nicht habt. Nur gegen etwas vergleichbar Einzigartiges und Wertvolles tauschen würden. Na, von mir aus. Gut. Dann schauen wir doch mal bei ihm vorbei. Worum geht es? Aedicius Quix. Gegrüßt, Soldier Sanagonia. Was ist euer Begehren? Natürlich der Schwanenstich. Arg, hat diese geschwätzige Beratilia doch geplaudert und das nicht gerade verhalten. Heute Morgen, als sie durch Al-Qanar lief, grüßt mich alle so besonders freundlich. Und dabei wollte ich nur mal mit jemandem sprechen. Und nur durch Zufall sind wir auf dieses Thema gekommen. Sie weiß nicht einmal, wie ich heiße. Das wollte sie nämlich nicht wissen. Solch eine, entschuldigt meine pörte Ausdrucksweise, Tratsche. War schon hart. Ja, was wollt ihr nun eigentlich von mir? Elirionwe von der Tuchmacher-Gilde braucht eure Hilfe. Ich kann mir schon denken, worum es geht. Um den Schwanenstich, nicht wahr? Der ganze Wirbel um diesen Nadelstich wird meinen Aufenthalt in Al-Qanar wohl um einiges verkürzen. Ich finde das alles eher unangenehm. Nun gut, die Reihenfolge ist Stich, Stich, Schlaufe, Stich, Schlaufe, Stich. Stich, Stich, Schlaufe, Stich, Schlaufe, Stich. Stich, Stich, Schlaufe, Stich, okay. Ihr dürft die Reihenfolge nicht vergessen. Sicher ist das, woran Illyrionwe scheitert. Das ist das Schwierigste an dem Schwanenstich. Und umgeht bitte. Alles klar. Gut, wir haben... Habt ihr etwas zu sagen?
Wir gehen zurück zu Madame Elrionve in die Tuchmacher-Gilde. Und ja, ich habe natürlich auch schon eine Spruchrolle gekauft. Denn das habe ich ja schon mal gemacht hier. Und schon mal vorgelesen. So, Akrobatik ist gesteigert. Denn ja, da können wir, glaube ich, auch noch ein paar Pünktchen investieren, weil man das ganz gut brauchen kann, diese Sprungfertigkeit. Ach, das ist aber der Irre, der von Makera labert. Ich grüße euch. Mhm, alles klar. Nein, nein, ist okay. Gut. Allzeit bereit. Sehr schön. Ja, wir haben alle Erledigungen. Aedicius Quix, diesen Namen habe ich zu meinem Bedauern noch nie gehört. Und ihr sagt, er will seinen Aufenthalt in Alquanar verkürzen? Das ist überaus tragisch. Es wäre mir ein großes Vergnügen gewesen, einen echten Könner kennenzulernen. Doch leider bin ich zu beschäftigt und habe keine Zeit für private Unternehmungen. Doch nun bitte sagt mir die Abfolge des Schwanenstichs. Stich, Stich. Schlaufe, Stich, Schlaufe, Stich. Das klingt neu für mich. Eine interessante Abfolge, für wahr. Ich werde das ausprobieren und ihr könntet derweil eine weitere Erledigung für uns vollbringen. Geht zu einem Spruchhändler und kauft eine Rolle des untreuen Geistes, aber doch schon. Ich brauche diese Schriftrolle, um den besonderen Rock zu verzaubern. Ja, dies ist die richtige Spruchrolle. In der Zwischenzeit konnte ich den Rock fertigstellen. Seht nur, so schnell, ha? Huh? Ist er nicht einmalig? Nur der Zauber fehlt noch, aber mit der Rolle des untreuen Geistes wird er dann wirklich fertig sein. Ein grüner Schwanenstichrock ohne jeden Makel. Und ich habe bereits einen Abnehmer für dieses Meisterstück schneiderischer Kunst. Pucius Contar, den wir gerade schon gesehen haben, wollte mir bis zu 350 Draken für den Rock geben, je nachdem, welche Qualität er haben würde. Und ich denke doch, es ist die beste Qualität, die er bekommen kann. Bitte geht zu ihm in den großen Turm von Alquanar und bringt mir 350 Draken für dieses wirklich besondere Stück. Der Rock liegt dort auf dem Fensterbrett neben der Treppe. Gut. Festing Charisma 5 Punkte, dauerhaft Entzug Geschicklichkeit 5 Punkte. Mhm. Natürlich kann man das Ding jetzt auch verticken. 3000 oder was? Ach, 300. Ja, okay. Dann doch nicht. Dann wollen wir den Rock doch einfach mal abgeben. Grüße. Gleichfalls. Natürlich könnte man den auch anziehen. Also irgendwie. Ja. So gefall ich mir schon besser als knackt dem Bunker. Ja, da müssen wir auch bei Zeiten mal reinschauen. Allerdings kann es sein, dass es dort von NPCs, also von menschlichen Charaktern, wimmelt. Und die könnten es, glaube ich, noch ziemlich gefährlich werden. Aber lohnen wird es sich vielleicht schon. Vor allem diese komischen Propylonen hätte ich wahnsinnig gerne mal langsam. Wobei, jetzt da es dieses Stadtportal, diese Stadtportal-Mod gibt, braucht man das eigentlich ja nicht mehr. Denn man hat ein wesentlich brauchbares. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Das sind ja nur die Städte, die dann miteinander verbunden sind, aber nicht die Wildnis, in der Wildnis stehenden Festungen oder was auch immer das sind. Propylonenkammern. Ja. Pucius Contar. Guten Tag. Ich würde sagen, ich speichere das mal Spaß aber vorher ab. Zack. Und Schwanenstichrock. Endlich der Rock. Na, zeigt mal. Ist das denn wirklich ein Schwanenstich? Ja, sieht danach aus. Nun gut, was will Elivirion nochmal dafür haben? 300 Draken, mein Herr. 350 Draken, meine ich. War es wirklich so viel? Aber jetzt, wo ich das Ding vor mir sehe, kommt mir der Preis ein wenig übertrieben vor. Schließlich ist es ja immer noch nur ein Rock, nicht wahr? Immerhin, meinen Sie wohl. Nun gut, lasst uns handeln. Macht mir einen Preis. Wisst ihr was? Ich schenke euch den Rock. Solche Freundlichkeit, die mir in eurer Gegenwart entgegensprüht, muss einfach gewürdigt werden. Ich glaube nicht. 53 Draken und keinen Deut. Deut weniger? Deut. Nein, nein, nein. So geht das aber nicht. Ihr müsst feilschen, sonst kann ich nicht darauf eingehen. Ich bin nicht besonders gut im Feilschen, also entweder gebt ihr mir das Gold oder ich muss euch töten.
Freund, wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Ich kenne den großen Olgre persönlich und mehr noch, ich bin sein Freund. In Ordnung, ich schlage euch einen Kompromiss vor. Ihr gebt mir 200 Draken für den Schwanenstichrock und ich werde den Rest beisteuern. Das bedeutet, dass Erionwe ihren gewünschten Betrag erhält. Ich würde sagen, dieser Kompromiss ist wahrscheinlich was am sinnigsten ist, oder? Wir schauen mal. Na gut, damit bin ich einverstanden. 200 Draken für einen echten Schwanenstockring ist wirklich nicht zu viel. Sendet Illyrionwe meinen besten Dank für diesen wirklich einzigartigen Rock. Und mit euch würde ich gern bald wieder Geschäfte machen. Grüne Schmerzkram. Wir können jetzt ja mal gucken, aber das tatsächlich... Er ist mein, die Leute in Cyrodiil werden staunen. Genau. Tach, Schwanenstich. Ich lernte den Schwanenstich von meinem Meister in der Stadt Cyrodiil. Er hat eine kleine Nähstube in einer wirklich unbedeutenden Nebengasse der gewaltigen Hauptstadt des Kaiserreiches. Mein Meister, ein alter, graubärtiger Altmer, war ein strenger Mann und mein Lohn betrug 2 Draken pro Monat. Das ist ja Wucher. Großzügig. Heute verdiene ich ein wenig mehr. Ich habe die Nähstube übernommen und meine Kundschaft kommt gern zu mir. Worum geht es? Ach, nichts. Ich habe ein offenes Ohr für euch. Ja, damit würde ich sagen, wir begeben uns wieder hinab in die Tuchmacherstube. So. Bei den Kollegen gab es, glaube ich, nichts mehr, ne? Die haben nur... Genau, mit denen konnte man, glaube ich, nur handeln. War so ein ranziger Flossentrank, was... Einen Punkt Flossen, das ist ja fantastisch. Ja, ist natürlich ziemlicher Quatsch. Es gibt aber natürlich auch sinnvollere Tränke. Könnt ihr eure Fragen kurz machen? Nein, wir wollen einfach nur zu Illyrionwe. So, guten Tag. Ja, die Erledigung haben wir erledigt. Ihr habt den Rock also gewinnbringend verkauft, wie es euch aufgetragen war. Das freut mich, denn ich weiß, dass Puzius nicht gerade ein leichter Zeitgenosse ist. Gut gemacht. Wirklich. Also, bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit euch, doch nun steht eine etwas delikatere Aufgabe. Ihr wisst, dass wir die Tuchmacher-Gilde hier in Alquanar sind und hier kennt ihr auch Lindan, der hier nebenan ein Geschäft betreibt. Er genießt hohes Ansehen, sogar über die Grenzen Alquanars hinaus. Das Schwein. Doch leider gibt es ein Problem. Natürlich. Lindan ist kein Mitglied unserer Gilde. Er raubt uns somit quasi die uns zustehenden Einnahmen und er macht uns unbekannter, denn wer über Schneiderkunst aus Alquanar gesprochen wird, dann wenn. So ist es zumeist Lindan, der als erster oder gar als einziger erwähnt wird. Dies ist sehr unschön für unser Geschäft, doch ich habe einen Plan. Und hier kommt ihr ins Spiel. Mein Plan ist folgender. Ich habe mit einem Freund geredet, der sich in der Zauberkunst etwas auskennt und habe ihn gebeten, auf mein Zeichen ein mehr oder weniger gefährliches Monster in Lindans Laden zu beschwören. Daraufhin werdet ihr zu ihm gehen und eure Hilfe anbieten, aber nur unter einer Bedingung, und zwar, dass ihr Mitglied unserer Gilde wird. Die Vorteile der Mitgliedschaft habe ich ihm schon mehrmals aufgelistet, die dürfte er also kennen. Nach seiner Zusage geht ihr hinein und werdet das Monster beseitigen. Warum könnte Lindan nicht einfach die Wachen um Hilfe bitten? Macht euch keine Sorgen um die Wachen in Alquanar. Lindan hasst den Orden, weil er ihn für verlogen und untreu gegenüber dem Kodex hält. Aha, den dürfen wir also auch nicht besonders toll finden, den Lindan. Irgendwie muss da mal früher etwas vorgefallen sein. Ist das wahr? Lindan würde lieber sterben, als sich... vom Orden der Ehre helfen zu lassen. Also, werdet ihr diese heikle Angelegenheit für uns regeln? Natürlich, wenn ich dafür zur Abwechslung auch mal entlohnt werde. Ihr habt bisher noch nichts bekommen. Wirklich? Nun, das wird sich mit der Ausführung dieses Auftrages ändern. Und jetzt geht's. Ich werde meinem Freund das Zeichen geben, auf das er das Monster beschwören soll. Gut. Wir speichern einfach mal ab. Habe ich gespeichert? Ja. Dann wollen wir mit ihm reden. Das war er, ne? Es tut mir leid, ich habe nur wenig Zeit. Beeilt euch also. Gut. Dann wechseln wir am besten wieder zu unserem Schildchen.
Und die Rüstung ist auf 71 hoch. Das ist doch sehr angenehm. 53. Ja. Oh, bitte helft mir. Ein gewaltiges Monster ist in meinen Laden eingedrungen und verwüstet jetzt sicherlich alles, was mir lieb und teuer ist. Ja, und das ohne Vorwarnung. Ich stand seelenruhig hinter meiner Theke und begutachtete meine hervorragenden Kleidungsstücke und plötzlich taucht dieses Monster auf. In einem Moment auf den anderen. Pardon. Der Schreck meines Lebens, kann ich euch sagen. Bitte helft mir, schnell. Dieses Viech wird sonst noch alle meine Stoffe und Kleider zerstören. Allein die Vorstellung daran nimmt mir im wahrsten Sinne die Luft. Ihr müsst mir helfen. Ihr müsst den Agenten dieses Monster töten. Ach. Das Monster wurde im Auftrag Elirönwes beschwörtet, auf das ich euch zum Beitritt in die Durchmagierte bewegen sollte. Wenn ich das für euch tun soll, müsst ihr sozusagen als Entschädigung in der Durchmagierte beitreten. Ich habe keine Zeit für Monster, die an Tüchern drin sind. Ja, dann würde ich sagen, wir führen den Auftrag aus, dass wir hoffentlich mal bezahlt werden. Oder... Ich meine, er scheint ja nicht so positiv auf den Orden zu sprechen zu sein. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Also entweder, der mag den Orden nicht besonders, wir aber stehen für den Orden. Also könnten wir uns jetzt als ordentliche Ordensleute so ein bisschen werben für die eigene Sache. Oder wir machen das tatsächlich für die Tuchmachergilde. Aber wen interessiert die Tuchmachergilde? Ich würde tatsächlich sagen, ja, dass wir sagen mal die Wahrheit, auf dass er den Orden, dem wir angehören, einfach ein bisschen eher leiden kann. Wir sagen einfach mal die Wahrheit, dass das Monster total beschwörtet wurde, Alter. Auf dass ich euch zum Beitritt in die... Ja. Was? So weit geht dieses Vibesbild? Das ist verrückt. Ich habe ihr schon tausendmal gesagt, dass ich keiner Gilde beitrete. Sogar der Orden der Ehre war schon hier und hat mich gefragt, ob ich ihr nicht beitreten wolle. Ich sagte höflich ab. Woraufhin sie sagten, dass sie mich in einem Notfall nicht beschützen würden. Aber so etwas wie Monster in meinem Laden hat der Orden der Ehre nicht mit mir gemacht. Die Höhe ist das. Nur Ärger hat man mit diesen Gilden. Schrecklich ist das. Bitte geht doch hinein und beseitigt dieses Untier. Danach werden wir überlegen, wie wir Ilironwe einbläuen können, dass ich keiner noch so schönen Gilde beitreten werde. Ja, ist in Ordnung. Der muss ja auch nicht. Da sind wir hier, die Mafia. Ehrenorden Harnisch. Gut, wir haben schön Werbung gemacht. Wir werden dir natürlich einfach so helfen, ohne Hintergedanken. Mach dir mal keine Sorgen. Haben wir gleich beseitigt. Oh oh. Okay, wir sind super stark. Und ich habe noch nicht mal das beschworene Langschwert beschworen. Aber die Leiche lassen wir darin stehen. Oh, na gut, wir dürfen nicht klauen, verdammt. Und es wäre eine schlechte Idee, wenn wir jetzt hier uns bedienen, denn das Vieh wird wohl kaum geklaut haben oder gestohlen. Also, fertig. Ich habe wirklich keine Zeit für euch. Fasst euch kurz. Ach was, aber ich habe Zeit für dich, oder wie? Gut, Lindan, guten Tag. Ein Monster in meinem Haus? Es ist... Achso, ja klar. Das Vieh ist tot. Ich danke euch. Nun, da Ilironwe entlarvt wurde und mein Herz nach Rache sinnt, ist es überaus wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich schlage vor, das Gesetz einzuschalten. Es soll heißen, geht zu Irtnulla, einer Nordfrau im Haus der Ritter der Ehre, und berichtet ihr, dass Ilironwe mit wettbewerbswidrigen Mitteln versucht, mich aus dem Geschäft zu drängen. In diesem Fall muss der Orden etwas unternehmen. Sagt aber nicht, dass sie in meinem Auftrag kommt. Von mir aus. Alles klar. Tschüss. So, und Ehre. Wir reden mit der Nordfrau. Bist du das? Wolltet ihr etwas? Ja, aber du bist die... Moment mal. Das Was scheint... Was hier denn so? Irtnulla, genau. Das bin ich. Riecht vielleicht ein bisschen nach... Reptilie, Fisch. Wir sind die Ritter der Ehre. Ja. Ilironwes Rücksichtslosigkeit. Was?
Also wenn das wahr ist, kann sie dem Gefängnis wohl nicht mehr entgehen. Sie fiel schon früh mit kleineren Zwischenfällen auf. Zwar ging immer alles glimpflich ab, doch das geht zu weit. Wenn sie Detras in die Stadt bringt, hört der Spaß auf, denn damit gefährdet sie ja auch andere Bürger oder sogar die ganze Stadt. Doch würde ich gerne noch erfahren, woher ihr wisst, dass ihr die Römer das war. Ah ja. Ich sah, wie sie die Beschwörungsformel hinter Lindans Laden aussprach. Genau. Ich weiß nicht. Also Beweise habe ich eigentlich nicht. Aber ja. Ja, wir haben es gesehen. Gut, das ist mir Beweis genug. Ich schicke eine Wache los, die Ilie Ronwe ins Gefängnis geleiten wird. Lebt wohl. War das richtig? Lindans, okay. Schon mal dran. Jedoch soll ich nicht erwähnen, dass ich in seinem Auftrag komme. Ah ja, okay. Also haben wir es jetzt quasi auf die eigene Kappe genommen. Mein Eid nennt man das. Erstmal auf die Nase hochzuziehen. Nein, ich möchte nichts kaufen. Ich möchte einfach nur... Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zum Lindan und berichten ihm, dass alles Paletti ist. Jetzt soll ich mal aufräumen. Ich habe wirklich keine Zeit für euch. Fasst euch kurz. Jetzt aber mal halblang, Junge. Du bist ja schon halblang. Was eingedrungen und verwüstet. Ist es noch das? Genau, jetzt mag uns. Elyron, wir sitzen im Gefängnis. Wirklich, dass ich diesen Tag noch erleben darf. Ich danke euch. Nehmt diese wirklich wertvollen Hemden als Dank. Zusätzlich werde ich meine Preise für euch senken. Von nun an nenne ich euch Freund. Zwei extravagante Hemden. Sollen wir nochmal sehen, ob das wirklich so ist? Wir... Dies ist eine wundersame Begegnung. Willkommen. Ja. Also er kann es tatsächlich leiden, das ist doch schon mal angenehm. So, was hast du denn, du Wurst? Schild braucht kein Mensch und ansonsten auch ziemlicher Müll. Und die Preise scheinen auch nicht wirklich gesenkt. Nö. Gut, dann sind wir hier fertig. Haben zumindest ein Aufgäbchen gelöst. Was machen wir jetzt? Wir könnten wieder zurück nach Caldera. Mal schauen, ob nicht der... Eure Schlachten. Ich würde sagen, wir beamen uns einfach mal weg. Und zwar zum... Alkana Grotte, vorderer Bereich. Aber die Grotte war ja abgesperrt. Bloß, wie kommen wir da rein? Gibt es irgendwo einen Grottenschlüssel? Wie kommen wir... Und vor allem, was ist das mit der grünen Sonne? In Klarwasser gab es doch diese Unterwassertruhen. Die brauchte irgendwas... Grüne Sonne? Gartenhaus. Das klingt nach grüne Sonne, Öko und so weiter. Sonne ist oben. Grüne Sonne. So, ja, bitte? Nichts, ist okay. Grüne Sonne. Kronbeeren. Aber wir können doch mal den Gespür für Reichtum-Zauber aussprechen. Müsste man, glaube ich, auf der Mini-Mappe sehen. Allerdings sehe ich nichts. Nein, hier scheint nichts weiter zu sein. Gut, grüne Sonne. Ich ja. Keine Ahnung, was die von mir wollen. Ja, allerdings ist letzte Aufnahme ein paar Tage her. Deswegen habe ich keine Ahnung, ob wo wir nochmal diesen komischen, wo wir Skuma und Mondzucker mal verkaufen konnten. Da gab es doch irgendeinen, der die Sachen aufgekauft hat. Oder spinne ich? M2Left Ruin. Okay. Ach ja, das ist ja diese große, so große Zwergenruine, die in so einem Kessel oder sowas, jedenfalls von Steinwänden umgeben ist. Da könnte man spaßhalber mal rein. In der Nähe von Pelagiat oder zwischen Pelagiat und Balmora gab es ja auch diesen komischen Canyon oder was auch immer. Genau, hier irgendwo. Da gab es auch eine Zwergenruine, genau wie in der Nähe von Balmora. Da gibt es ja auch noch sowas in der Richtung. Wie geht es euch? Sehr gut, danke. Ja, ich würde sagen, wir gehen, ich meine, entweder kommen wir jetzt nach
Genesis. Ja, das wird näher dran sein als Aldrun, weil in beiden gibt es einen Tempel. Aber hier sind wir eigentlich, meine ich, für den Moment zumindest fertig. Kann das sein? Ich glaube schon. Holgars Haus, genau, das war doch der Schmied, oder? Ich hoffe für euch, dass es wichtig ist. Nee, hier ist Nimawen. Grüne Sonne. Was eine dumme grüne Sonne. Genau, und Ravenzweig müssen wir auch noch irgendwann mal finden. Kommt, sagt, was ihr wollt, oder geht. Alles klar. Und was ich mir auch überlegt hatte, wenn wir so ein bisschen genug haben von dem Orden der Ehre, dann könnt ihr mir ja spaßhalber die Insel Loken mal besuchen. Das ist ja die Insel Solstheim und da wurde im Osten eine Eisinsel eingefügt oder angefügt hier an die Insel. Das würde ich auf jeden Fall auch mal ganz gerne mir anschauen. Einfach mal ein bisschen, ja, eine andere Gegend. Euch vielleicht ein wenig sputen? Ja, ist gut. Mal eine andere Gegend zu sehen, dass man das Ganze noch schön kennzeichnet. Wenn ich dort bin, dann werden die Folgen halt nicht mehr wie jetzt, wie ich es jetzt umgeändert habe, auf Orden der Ehre lauten, sondern eben auf Insel Loken oder wie auch immer. Wenn man sich dort einmal ein paar Stunden aufhält. Blau sieht schon gut aus, aber braun scheint länger zu halten. Das stimmt. Ja, dann für den Moment würde ich sagen, wir schauen nochmal kurz in der Taverne vorbei, aber ich glaube, hier gibt es auch nichts Großartiges zu lösen an irgendwelchen Quests. Lallende Geräusche. Ah ja, stimmt, das war der leichte, gut angetrunkene Nordmann, aber das darf natürlich auch mal sein. Sei eine, verdammt, Getränkekarte. Immer noch keine. Ich kann nicht. Ich habe keine Cembalo. Zeit. Ah ja, das hat also gerade unser Argonia gespielt. Ich höre. Hätte man vielleicht eine etwas dezentere Variante wählen können. Worum geht es? Einfache Klänge. Vermutlich ist es meine Pflicht, denen zu helfen, die nicht so viel Glück hatten wie ich. Ja, so sieht's aus. Aber hier gibt es offensichtlich nicht mehr so viel. Dem haben wir das Schwertchen gebracht. Du siehst so durstig aus. Geh doch zu Hank und bestell dir einen Drink. Auf deine eigene Rechnung natürlich. Danke. Nein, aber handeln. Ja, zum Handeln hat er auch nichts. Gut, dann würde ich sagen, wir zaubern einfach meine Almsivi-Intervention. Vorher wird gespeichert. Und wenn es uns gelingt, und das tut's, müssen wir uns in Genesis wiederfinden. Nördlich von hier. Ja, so sieht's aus. So. Ja, ein sehr angenehmes giftgrünes Leuchten. Ja, doch, das ist. Das ist doch schon ein sehr, sehr hübsches Spiel, muss man sagen. Immer noch. Auch wenn es nicht die neueste Engine ist, auch nicht die tollsten neuen Effekte hat, aber irgendwie hat es. Es hat was. Ich finde es auf jeden Fall gut. So. Jetzt wollte ich irgendwo hin. Und zwar, was wollte ich machen? Was wollte ich tun? Ich wollte. Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich tun? Irgendwelche Aufgaben. Caldera, genau. Ich wollte zum Chef nach Caldera. Deswegen benutzen wir einfach den, wenn es geht. Sehr schön. Sind noch andere Runen aktiv? Caldera, bitte. Ja, ich möchte die Rune berühren. Genau, Markera. Markera. Zustand. Alles im perfekten Zustand. Leider ja. Na, es muss mal wieder ein bisschen Action her, denn der Kampf gegen das Vieh war nicht so ganz prickelnd. So spät und er ist noch am Arbeiten. Der werte Herr Schneider. Welche Art Hilfe benötigt ihr? Falanamo. Ja. Von allem etwas. Teures Zeug. Expensive und teuer hat er im Angebot. Ja, sehr schön. Nachricht für Falanamo.
Voller Namo, mein Freund. Ich frage mich, ob ihr mir ein paar dieser neuen Netsch-Lederschuhe zusenden könntet, von denen ihr gestern Abend so geschwärmt habt. Kommt jederzeit in die Schaufel, um eine Runde aufs Haus zu bekommen. Ihr müsst mir irgendwann unbedingt mehr von eurer Zeit auf der Insel Sumaset erzählen. Ich hoffe aber, dass ihr das nächste Mal nüchtern genug seid, um zusammenhängend erzählen zu können. Schenk. Naja. Dann müssen wir weiter zu Olgert. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob er uns noch einen Auftrag irgendwie übermitteln kann oder könnte. Naja. Woher ich komme? Ich komme von Klarwasser und Alquanar. Habe den Orden ordentlich verteidigt. Verteidigt? Nee. Repräsentiert. Das war das Wort, das ich gesucht habe. So, guten Tag, Herr Olgert. Ich vermute, ihr wollt etwas. Ja. Nun, um was geht es denn? Es geht um Aufträge. Kuchen? Was sind Kuchen? Helft Syndra, das Kuchenproblem zu lösen. What? Verdammt, ich habe vergessen, was ein Auftrag das war. Kuchen? Syndra? Ist das ein Markierer? Kuchen. Kuchen. Cool. Cool. Kuchen. Ja, helft Syndra das Kuchenproblem. Oh, verdammt. Olgert. Ich hoffe mal, dass wir wirklich nach Markera müssen. Aber das sehen wir gleich. Ich würde sagen, wir lassen es einfach wieder dorthin transportieren. Oder tragen viel eher. Und dann sehen wir weiter. Norbert, bitte nach Markera. Bestfalle? Ist das das? Ja. Ja, offensichtlich. Und es wird morgen. Syndra. Welche? Wo ist denn? Ah, ja. Markera, Syndra. Sehr schön. Bist du die Frau Syndra? Ja, du bist's. Möchtet ihr mir irgendetwas sagen? Ja, es geht um einen Kuchen. Wahrscheinlich willst du Zucker oder sowas haben, ne? Ich liebe Kuchen, besonders meinen Brotkrümelkuchen. Olgert schickt euch. Nun, ich werde euch mein Problem schildern. Mein Brotkrümelkuchen ist in ganz Cyrodiil bekannt und beliebt. Früher, als mein Gemahl noch lebte und ich im Wald das welken Grases Beeren suchte, backte ich diesen Kuchen für mein ganzes Dorf. Oh, bitte nicht wieder Alchemisten abklappern. Die Nachbarn standen Schlange, nur um ein kleines Stück abzubekommen. Ich liebte es, ihr Gesicht zu sehen, als sie das Stück Kuchen in den Mund steckten und sich aus ihrer sorgengeplagten Miene ein erfreutes Lächeln formte. Herrliche Momente waren das. Leider war das einmal, denn jetzt bin ich nicht mehr in der Lage, den Kuchen zu backen. Das liegt weniger an mir, als vielmehr an den fehlenden Zutaten. Also doch. Denn als ich vor ein paar Wochen nach Morrowind flüchtete, vergaß ich, Brotkrümel mitzunehmen. Verdammt. Keine normalen Brotkrümel, selbstverständlich. Natürlich nicht. Sondern die eines echten cyrodiilischen Brotes. Ah, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur daran denke, wie er früher vor dem großen Ofen in der Stube saßen und das Brot unter uns aufteilten. Das heißt, ich muss nach Ebenherz dann aufs Festland, nur um ein Stück Brotkrümel zusammenzutragen, oder wie? Ich hatte nicht bedacht, dass es Morrowind an dieser Köstlichkeit fehlt. Aha. Außerdem kenne ich nicht das Rezept für das cyrodiilische Brot, sonst hätte ich mir schon selbst eins gebacken. Das ist sehr tragisch, da der Brotkrümelkuchen auch eine beruhigende Wirkung hat, die in dieser Provinz sicher großen Anklang finden würde. Habt ihr vielleicht Brotkrümel eines cyrodiilischen Brotes oder kennt ihr jemand anderen, der welche haben könnte? Oder würdet ihr mir welche besorgen? Ich würde euch die Brotkrümel besorgen, so wie Olgert es mir befohlen hat. Vielen Dank, Argonia, dass ihr mir helft. Toller Deutsch. Vielen Dank, Argonia, dass ihr mir helft. Ich glaube, am aussichtsreichsten sind die kaiserlichen Orte Caldera, Pelagiat und Zedanin. Kommt zurück, sobald ihr 5 der Brotkrümel habt. What? Was ist los? Caldera, Pelagiat und Zedanin. Kommt zurück, sobald ihr 5 der Brotkrümel habt. Okay. Sprecht nur. Nur zu.
Brotkrümel. Hat die einer eine Waffel? Oh, das ist aber schick. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen doch einfach mal spaßhalber, ob wir nicht einen Brot, ob wir nicht Brotkrümel finden. Also Caldera, Sedanin. Ja, wo könnten wir die finden? In Sedanin würde ich sagen, wir gehen zum, zu diesem Backhaus oder was, oder wie, wer oder was. Caldera. Also mit der Windmühle hat das garantiert nichts zu tun. Dann würde ich sagen, wir zaubern uns nach Balmora. Und benutzen dann den Schlickschreiter. Nee, die genau, das Stadtportal. Und dann werden wir uns nach Pelagiat, nein, nach Sedanin begeben. Allerdings hatte der einen leichten Wasserschaden. Und vielleicht ist das nicht die beste Idee. Allerdings, wenn ihr etwas möchtet, jetzt können wir reden. Stargel. Ja, ich möchte es wieder vorher abspeichern, weil es ja schon mal Probleme gab. Sedanin. Ja, ich möchte diese Rune berühren. Ich frage mich auch, ob da Zeit vergeht. Möglich wäre es ja. Man hört ja den Gong. Wahrscheinlich vergeht immer eine Stunde oder so. Gut, jetzt wollte ich. Ich kann nicht. Bleib stehen, du Lump. Ja. Der hat doch bloß ausgefressen, oder? Halt! Aha, Lenzo Nuzius. Der wird nicht gerannt. Naja. Gut, wir schauen bei unserem Kollegen vorbei. Ich habe mich schon gewundert, warum es keine richtige Reflexion gibt, aber das könnte natürlich liegen an dem aufkommenden Nebel. Denn da hinten sieht man schon nicht mehr sonderlich viel. Jetzt müssen eigentlich auch die Bäume da hinten so langsam im Nebel verschwinden. Ist das fließend oder wird das ruckartig nicht passieren? Eher letzteres, ne? Naja, auf jeden Fall sehr hübsch. Hm. Genau, hier der komische Knut oder was? Bäcker Knut? Bäckerei Knut, richtig. Worum geht es? Es geht um Brotkrümel. Er war oben, glaube ich, ne? Kannst du mal beiseite gehen? Dem Turmschildi. Ja. So, guten Tag. Knut. Was? Wie? Oh, Brotkrümel. Ihr wollt also Brotkrümel eines irdischen Brotes haben? Wozu, wenn ich bitten darf? Braucht ihr denn diese Krümel? Wieso, wenn ich bitten darf? Ich denke, dass euch das nichts angeht. Sindra und Horilfen aus Markiere will einen Brotkrümelkuchen backen. Ich will aus dem Brotkrümel hübsche Männchen formen und diese dann auf dem Markt verkaufen. Sagen wir die Wahrheit oder ist das... Wir sagen einfach die Wahrheit, was soll's. Oh, ich hörte bereits von diesem Brotkrümelkuchen. Er soll ja gar herrlich münden oder munden. Und Sindra ist in der Lage, diesen Kuchen zu backen? Ja, das ist ja wunderbar. Da nehmt die Brotkrümel und sagt ihr, dass ich schon bald bei ihr vorbeisehen werde. Brotkrümelkuchen, herrlich. 5 Brotkrümel, na sehr toll. Moment, 150 Watt, habe ich die gezahlt? Oh, verdammt. Ich weiß es nicht mehr. Aber es macht nichts. Wir haben auf jeden Fall... Ja, man sieht es schon. Der Nebel ist dichter geworden, man sieht den Baum nicht mehr richtig. Kann ich euch irgendwie helfen? Was wollte ich dich gerade fragen, du Irre? Eldaf hier. Naja. Naja. Gut. Sprech. Jetzt müssen wir zurück nach Caldera / Markera. Und dann wollen wir doch mal sehen. Ich muss weiter. Fargoth. Aber Versteck, Ritter der Ehre. Ja, der mag uns nicht wegen des Ansprechens des Fargoths. Oh. Könnten wir sich eigentlich mal was pflücken, wenn wir schon mal hier sind? So. Auch das ist natürlich eine Modifikation. Normalerweise würde man die nicht abernten, sondern sie einfach nur da, man müsste wie Container öffnen.
Wir wollen nach... nach wohin? Caldera, genau. Aldrun, Caldera. Ja, ich möchte die kalderische... Oh, schön. Und natürlich ein Crash. Ja, ja. Dann würde ich sagen, danke fürs Interesse. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.